Was für ein mutiges Lied. Wann bist du von einem Feuerwerk begeistert? Ganz einfach, wenn es gezündet wird, oder? Nicht, wenn es gelagert wird. Das begeistert niemand. Ein gut gelagertes Feuerwerk ist ganz schön langweilig. Kein Licht, kein Knall, kein A und O der Zuschauer, nur gesicherte Kisten. Natürlich, in den Kisten steckt das volle Potenzial. Doch es kommt nicht zum Einsatz. Zweimal das Gleiche und doch so unterschiedlich. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 5, ich lese die Verse nach der Basisbibel. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wie kann es wieder salzig werden? Es ist nutzlos. Es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wow. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist eine Aussage mit ganz viel Potenzial. Eine Aussage, die ganz viel verspricht für die ganze Welt. Stell dir vor, es wäre so. Denken wir mal, wir als Christen, wir als Gemeinde wären das Salz der Erde. Wir sind Salz in der Gesellschaft, wir bringen Wohlgeschmack, wir reinigen, wir desinfizieren alles Eigenschaften des Salzes, wie es damals verwendet wurde. Wir konservieren, wir bewahren das Gute, das Wertvolle. Wir sind so wertvoll wie Gold, um Salz wurden Kriege geführt. Man reißt sich um uns. Man beschützt uns. Stellt euch vor, wir wären als Christen so begehrt. Oder stellt euch vor, wir wären Licht. Das Licht. Wir würden Leben bringen. Wir brächten Glanz in unsere Umgebung. Wir bringen zum Erblühen. Wir bringen Licht in das Dunkel unserer Zeit. Wir sind die, die für Orientierung sorgen. Wir würden die wunden Punkte aufdecken und zur Klärung beitragen. Stellt euch vor, Jesus hätte recht. Aber schade, nur eine Vorstellung. Deckel zu, Kraft kommt nicht zur Entfaltung. Diese Aussage Jesu lässt sich sehr gut vergleichen mit einem Feuerwerk. Da ist das volle Potenzial. Ihr seid Salz und Licht. Nicht ihr werdet, ihr seid es. Und es wird nicht gezündet. Es wird nicht dort eingebracht, wo es sich entfalten kann, wo es Wirkung zeigt. Mein erster Gedanke zu diesen Versen, ich habe es überschrieben mit die größte Dummheit, Lagerung. Lagerung als die größte Dummheit. Wenn Salz falsch gelagert wird, wird es entweder hart und unbrauchbar oder aber es zieht Wasser an, es wird feucht und flüssig und schwemmt aus. Zur Zeit des Neuen Testamentes, da wurde Salz noch rein mechanisch gewonnen, vor allem am Toten Meer. Und das Salz vom Toten Meer, das war vermischt mit vielen Mineralien, auch mit vielen Pflanzenresten, die mit eingespült wurden. Und wenn dieses Salz ausgeschwemmt wurde, blieb ein fade, fauliges Gemisch zurück. Und Jesus sagt, das wird weggeschmissen, es hat keine Bedeutung, es hat seine ganze Kraft verloren.
Doch letztlich ist es gar nicht entscheidend. Es ist völlig egal, ob das gelagerte Salz brauchbar oder ob es gut ist. Solange es nur gelagert wird, kommt es nicht zum eigenen eigentlichen Einsatz und es bleibt bedeutungslos. Auch das beste Salz ist bedeutungslos, wenn es nicht gebraucht wird. Auch der frommste und reinste Christ ist bedeutungslos, wenn er nicht Tuchfühlung mit der Welt hat. Ich habe dieses Zitat gelesen, ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist. Um Wirkung zu erzielen, muss der Jünger in ständiger Fühlung mit der Welt sein. Dorthin, wo er hingehört, wo er Wirkung entfalten kann. So ist das auch in der Wirtschaft. Alles, was im Lager liegt, bringt keinen Gewinn. Die Ware muss raus, sie muss unter die Leute gebracht werden. Niemand produziert für das Lager oder für das Museum. Salz wird nicht besser durch Lagerung. Wenn Jesus das gemeint hätte, hätte er vielleicht gesagt, ihr seid der Wein der Welt. Oder ihr seid der Käse der Welt. Die werden besser, wenn sie reifen. Sie müssen sogar erst reifen, bevor sie schmackhaft sind. Doch dann müssen sie auch verbraucht werden. Und auch das ist nicht fürs Lagern gemacht. Wir sind Salz. Und Lagerung kann uns nur schaden. Ich glaube nicht, dass Jesus uns mit diesem Bild erklären wollte, wie wir uns möglichst lange rein und kernig flockig erhalten können. Nein, Jesus erklärte damit, dass unser Tun und unser Sein immer zusammenkommen muss. Denn wir sind nichts, was wir nicht tun. Wenn wir es nicht tun, dann sind wir es nicht. Jesus sagt, dann sind wir kraftlos. Dann sind wir nutzlos, bedeutungslos. Dann sind wir Gläubige ohne Bedeutung, ohne Wirkung. Woran merken wir, dass wir bedeutungslos sind? Die Welt geht achtlos über uns hinweg. Jesus sagt, es wird weggeworfen und von den Menschen zertreten. Lagerung macht uns unbrauchbar. Blicken wir auf die Gemeinde als Ganzes. Wozu ist die Gemeinde da? In der Gemeinde kommt im Bild gesprochen ganz viel Salz zusammen. Alle auf einem Haufen, alle in einem Topf und alle fühlen sich wohl miteinander. Und in den Gemeinden bemühen wir uns auch aus gutem Grund darum, dass das Wohlfühlgefühl noch größer wird. Doch ist die Gemeinde ein bequemer Lagerungsort? Ist das dann schon alles? Viele Gemeindeprobleme entstehen durch Lagerung. Lagerung als Auftrag der Gemeinde führt oft zu sehr schmerzlichen Beziehungen. Man reibt sich aneinander und es ist erstaunlich, worüber man sich alles streiten kann, wenn man nichts Besseres zu tun hat. Taufe, Finanzen, Erkenntnis, Mangel, Musik und Lautstärke, Farben und Deko und Ordnung und. Dagegen vermeiden Gemeinden die schlimmsten Fehlentwicklungen, wenn sie sich um ihren eigentlichen Auftrag kümmern. Und wer es satt hat, sich in der Gemeinde ständig mit den Bequemlichkeitskonflikten herumzuschlagen, der muss die Gemeinde wieder zu ihrer eigentlichen Bestimmung führen und sein eigenes Leben zu der eigentlichen Bestimmung führen, nämlich Salz und Licht der Welt zu sein. Sich nicht für sich selbst zu verbrauchen, sich nicht möglichst bequem einzulagern. Salz und Licht für die Welt. Wow. Die größte Dummheit ist Lagerung. Das macht unser Leben nicht bedeutungsvoller. Und ein zweiter Gedanke. Die größte Angst ist Auflösen und Gegenwind, habe ich mal für diese beiden Sachen formuliert. Salz und Licht. In einer Sache sind beide gleich, denn nach dem Gebrauch sind beide weg.
Salz salzt nur, wenn es sich auflöst. Und Licht brennt nur, wenn es sich verbraucht. Okay, beim Strom heute fällt es nur am Schluss bei der Rechnung auf. Früher war das mit den Öllampen noch etwas anders. Sich auflösen und sich verbrauchen. Vielleicht denkst du, Jesus, das ist doch eine verrückte Vorstellung, eine schreckliche Vorstellung. Ich habe doch Besseres mit meinem Leben vor, als mich aufzulösen und dann auch noch für diese Welt, für diese böse und für diese schreckliche Welt, für diese undankbare Welt. Die wissen doch gar nicht zu schätzen, was ich für einen Einsatz bringe. Warum soll ich mich für die auflösen und vielleicht verzichten? Nein, Jesus, das will ich nicht. Ich will genießen, ich will schön und rein sein, ich will mich nicht auflösen. Ja, ich will zwar Licht sein, aber ohne mich zu verbrauchen. Kennst du solche Gedanken? Kennst du vielleicht diese Angst auch, etwas zu verpassen, was andere genießen und haben? Kennst du die Angst vor dem Preis der Nachfolge? Vor dem Preis für ein wirkungsvolles und bedeutungsvolles Leben? Beiden Bildworten, die Jesus gebraucht, ist eines gleich. Sie verbrauchen sich, um ihre Wirkung zu entfalten. Und die Entscheidung liegt auch immer bei mir. Lagern oder verbrauchen. Wirksam werden oder sich schonen. Unsere Zeit ist davon geprägt, dass Menschen mit allen Mitteln versuchen, ihr Leben zu erhalten. Bis ins hohe Alter möglichst jung zu erhalten und schön zu erhalten. Und dagegen sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, wer alles nur darauf setzt, der wird es verlieren. Wer aber dagegen sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Ich sage nicht, dass das Leben in der Nachfolge Jesu nicht schön sein kann oder dass es dort nichts mehr zu genießen gibt, nein. Aber vielleicht ist der Genuss manchmal ein ganz anderer. Vielleicht ist der Genuss des Verbrauchens und der Genuss des Wirksamwerdens viel höher einzuschätzen als der Genuss des Sichschonens. Der Genuss, gebraucht zu werden. Der Genuss, Gutes zu tun. Der Genuss, seine Zeit mit Bedeutungsvollem zu füllen. Ich glaube, dass die Angst vor dem sich auflösen und sich verbrauchen, dass diese Angst unbegründet ist. Ja, die Welt zu gestalten hat ihren Preis. Und doch ist dieser Preis es wert für das Glück, das wir dadurch bekommen. Das Glück für mich und das Glück, das andere dadurch bekommen, dass ich so lebe. Der Preis ist es wert. Und die andere Angst ist die, dass das, was ich bringe, auch unerwünscht ist. Vielleicht auch manchmal unbequem. Salz, das brennt in den Wunden, um zu desinfizieren. Licht deckt auf, um den Schaden zu entdecken, um den Schaden dann auch beseitigen zu können. Das ist nicht gerade beliebt bei den anderen, die es dann betrifft. Und entsprechend ist ja manchmal dann auch ihre Reaktion. Und ich möchte nicht, dass man mich angreift wegen dem, was ich predige. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder gemobbt werden, nur weil der Vater meint, Salz und Licht sein zu müssen, dass es auf die Familie zurückfällt. Ich möchte nicht belächelt werden für meine Werte. Da halte ich doch lieber die Klappe und predige all die unangenehmen Dinge nur bei denen, die mir zustimmen. Ich liebe den Beifall, ja. Und es tut gut, wenn nach dem Gottesdienst jemand sagt, schön haben Sie heute gepredigt. Der Beifall ist manchmal nur schön, aber nicht wirkungsvoll.
Jesus mutet uns viel zu als Salz und als Licht. Ja? Willst du dich darauf einlassen? Wollen wir als Gemeinde uns darauf einlassen? Die Konsequenzen, die sind sehr hoch. Doch die Chancen dafür sind noch viel größer. Salz und Licht der Welt. Nicht weniger traut Jesus uns zu. Vor einigen Jahren hatte ich eine Vision. Vielleicht war es auch nur ein einfacher Gedanke, als ich unterwegs war auf der Insel Sylt am Strand. Das war bei einer Weiterbildung, die ich über 2 Jahre an verschiedenen Orten gemacht hatte. Und bei einem Treffen, da mussten einige der Teilnehmer absagen. Ein Ehepaar, die wurden als Pastoren gerade gekündigt. Sie waren mitten im Umzug. Eine andere Frau konnte nicht kommen, weil es größere Auseinandersetzungen in der Gemeinde gab, um die sie sich kümmern musste. Und bei anderen gab es auch größere und kleinere Probleme. Und in dieser Zeit stand mir selbst das Gemeindewasser bis zum Hals. Ich lief allein am Strand entlang. Und ich fragte mich damals, warum tue ich das eigentlich? Warum kümmere ich mich denn ständig um die Probleme von anderen? Warum musst du denn dauernd die Feuerwehr spielen? Warum sollst immer du die Wunden verbinden? Warum hältst du dir immer neu die Probleme und den Stress der ganzen Gemeinde auf? Warum rufst du immer hier, wenn es Probleme gibt? Und in diesen Gedanken hatte ich ein Bild vor mir dort am Strand. Und ich fragte mich, warum stehst du immer als Wellenbrecher in der Brandung? Warum liegst du nicht oben im Wellnessbereich im Sand und lässt dir die Sonne auf den Bauch scheinen? Und ich dachte, irgendwas stimmt bei mir nicht. Habe ich ein Helfersyndrom? Brauche ich einen Psychiater, der mich wieder richtig in die Spur bringt? Und ich habe damals einen Entschluss gefasst, weil Jesus zu mir gesprochen hat. Und weil er mit diesem Bild vom Salz und vom Licht zu mir gesprochen hat. Eigentlich sehr unangenehm, doch gleichzeitig auch klärend und wegweisend, ermutigend und neu begeisternd. Und er sagte zu mir, du, Frieda, du stehst im Wasser. Und so wird es immer sein. Dein Leben ist wellenumtost, das ist oft hart. Du wirst verletzt, dir werden Wunden geschlagen. Es wird manches bei dir wegbrechen. Und vielleicht bist du am Ende nur noch so ein alter, morscher Balken, an dem die Muscheln einen Platz zum Leben finden. Aber mit dem Platz, an dem du stehst, hast du das Hinterland gesichert. Und mit der Kraft, die du eingebracht hast, hast du dafür gesorgt, dass hinter dir Lebensraum erhalten bleibt. Ein Lebensraum, in dem Kinder spielen und heranreifen können. Ein Lebensraum, in dem andere Erholung finden, auftanken können. Ein Lebensraum, der den Alten Heimat gibt. Ein Lebensraum, in dem die Gestrandeten wieder gesund werden können. Ein Lebensraum, in dem Menschen das Heil in Christus gefunden haben. Ein Lebensraum entstanden, weil du Salz und Licht bist an deinem Platz. Ein Lebensraum, der entstanden ist, weil du dich verbraucht hast. Ich habe damals für mich meine Lebensberufung formuliert. Und ich habe formuliert, wofür ich stehe und wofür ich auch nicht stehe. Wofür ich mich verbrauche und wofür ich mich auch nicht verbrauchen will. Und in den Jahren zwischendurch wollte ich manchmal meine Position verlassen und wollte gern in den Wellnessbereich wechseln.
und andere in den Wellen stehen lassen, ja. Doch ich stehe immer noch dort. Und solange es einen Lebensraum und einen Entfaltungsraum hinter mir zu erhalten gibt, habe ich mich entschlossen, dass ich dort stehen bleiben will. Ich gönne jedem den Wellnessbereich, ich gönne jedem den Sportbereich ganz nah am Wasser, doch ich habe mich entschlossen, dafür den Wellenbrecher zu sein. Ja, es ist manchmal hart, aber es ist meine Berufung an meinem Platz. Und es ist deine Berufung an deinem Platz. Und es ist die Berufung als der Gemeinde an ihrem Platz. Ich bin Salz und Licht, weil Jesus mich dazu gemacht hat. Du bist Salz und Licht, weil Jesus dich dazu gemacht hat. Wir als Gemeinde sind Salz und Licht, weil Jesus uns dazu gemacht hat. Und ich löse mich auf, damit es anderen gut geht. Ich verbrauche mich, damit andere den Weg zum Leben finden. Salz und Licht. Ich glaube, es gibt nichts Besseres für Alzey, als dass wir heute diesen Entschluss fassen, das zu leben, was wir sind, was Christus in uns hineingelegt hat. Packen wir das Feuerwerk aus und zünden es. Dann wird die Welt begeistert sein von dem großen Gott, der selbst das Licht ist. Bringen wir der Welt den Frieden, den Christus uns gebracht hat und den unsere Welt so dringend braucht. Vielleicht sehen wir es manchmal nicht. Schaut euch an, was Denis Mukwege gesagt hat, der Friedensnobelpreisträger. Ich habe hier ein Buch vom Büchertisch, das nehme ich heute mit. Wer es auch haben will, der darf es gerne kaufen und bestellen. Eine Autobiografie von ihm. Er ist Pfarrerssohn. Ich weiß nicht, ob er selbst gläubig ist, ob das seine Motivation ist. Aber das, was er lebt, das begeistert mich. Wir sehen einen Ausschnitt aus seiner Rede zur Nobelpreis, Friedensnobelpreisverleihung. Es ist der einzige mit deutschem Untertitel, deswegen zeigen wir hier nur diesen einen Ausschnitt. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimentent la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, en tant que consommateur, le moins qu'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillé pour leur pouvoir, pillé pour leur richesse et leur gloire, pillé aux dépens des millions d'hommes,
de femmes et d'enfants innocents abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices rémunérés finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons, violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leur partie génitale. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de deux décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ce prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Ich glaube, unsere Welt braucht dringend Frieden, nicht nur im Kongo. Wir sind Salz und Licht. Wir als Einzelne, wir als Gemeinde, wir sind die Friedensbringer für diese Welt. Und deswegen haben wir formuliert als Gemeinde, wir wollen die Welt gestalten. Dafür brauchen wir die Vergebung und Gottes verändernde Kraft. Wenn Gott Herzen verändert, entdecken Menschen neue Möglichkeiten und übernehmen Verantwortung für sich und andere. Wir sehen die Nöte der Gesellschaft und im Vertrauen auf Gott gestalten wir unser Umfeld, unsere Stadt und unsere Region mit. Amen.